Die bereits seit Monaten andauernde Situation rund um Covid-19 stellt Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Viele Betriebe überprüfen ihr Geschäftsmodell, um für die Zukunft fit und wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür bietet die Stadt Bruck an der Mur künftig in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für angewandte Technologie, kurz genannt ZAT, dem Gründerzentrum in der Obersteiermark und dem Projekt InnerLab der Wirtschaftskammer verschiedene Maßnahmen, um die Unternehmen und Wirtschaftstreibenden der Region tatkräftig und nachhaltig zu unterstützen. Naja, für uns als Stadt Bruck an der Mur ist es ganz wichtig, dass wir zum einen Gründerpotenzial wecken, gerade in Zeiten, wo die wirtschaftliche Situation zwar schwierig ist, aber in vielen Fällen Gründung auch eine Perspektive sein kann. Wir wollen diese Gründerinitiativen unterstützen, aber wir wollen auch zeigen, bestehende Unternehmer, die hier schon angesiedelt sind, die sich weiterentwickeln wollen, die sich umorientieren wollen, die vielleicht neue Tätigkeitsfelder aufzeigen wollen, diese Unternehmer zu unterstützen. Und das war uns wichtig, hier jetzt zum Jahresabschluss 2020 noch als Signal nach außen zu tragen, dass wir hier in Bruck 2021 für Gründerinnen, aber auch für bestehende Unternehmerinnen und Unternehmer entsprechende Maßnahmen anbieten werden. Um im künftigen Wettbewerb bestehen zu können, ist professionelle Hilfe unerlässlich. Unsere Aufgabe ist es, angefangen vom Gründer finden bis Gründer über die erste durchaus sehr schwierige Zeit drüber zu heben und ihnen drüber zu helfen, sie zu motivieren und mit ihnen gemeinsam einfach ein Geschäftskonzept zu entwickeln, von dem wir glauben, das sollte tragfähig sein und das, dem sollte sie ein Unternehmen gründen lassen und dann einfach sehr breit in der Betreuung anzusetzen. Die häufigsten Anfragen sind wirklich also, wie viel Geld brauche ich, finde das Geld, kannst man mal kurz drüber schauen, ob sie das überhaupt ausgeht. Also wirklich, das ist, kann man nicht so einfach sagen. Also es gibt sehr breit, es gibt Leute, die kommen mit einem relativ fertigen Projekt und die getrauen sich trotzdem nicht drüber oder sagen, ich will nochmal einen, der nochmal drüber schaut. Aber ganz häufig ist es meistens, ja, glaubst, wird sie das am Markt ausgehen, wird ihr das Geld auftreiben, werde davon leben können. Auch InnerLab ist für künftige, aber auch bestehende Unternehmen der richtige Ansprechpartner. InnerLab ist die kontinuierliche Begleitung und die kontinuierliche Begleitung von Unternehmen, von steirischen Klein- und Kleinstbetrieben, die wir da unterstützen mit neuen Innovationen, Blick von außen, die wir helfen, sie in der Stagnation weiterzuentwickeln, neue Geschäftsfelder und neue Möglichkeiten zu eröffnen. Dafür steht es InnerLab. Wir sind angesiedelt auf der FH Campus 02 in Graz und wir sind zu 100% finanziert von der Wirtschaftskammer Steiermark. Martina Roman-Kirner von der WKO Steiermark Regionalstelle Bruck-Mürzzuschlag begrüßt diese Initiative der Stadt Bruck und unterstreicht die Leistungen der InnerLab an der Campus 02. Jedenfalls sind die Möglichkeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier angeboten werden, absolut ein Schritt in die Zukunft, um fit und wettbewerbsfähig zu bleiben.